Warum ich mitmache? Nach meiner Ausbildung wollte ich die Welt mit anderen Augen sehen. Etwas dazulernen, mit anderen zusammen etwas verändern. Das kambodschanische Lächeln, die Gastfreundschaft, die Höflichkeit, das sind alles Erfahrungen, die ich in Kambodscha als Brot für die Welt Freiwilliger gesammelt habe. Und die prägen mich bis heute. Der Freiwilligendienst hat mich in meiner Entscheidung bestätigt, soziale Arbeit zu studieren. Denn ich möchte es auch weiterhin schaffen, Menschen mit meiner Arbeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mach mit! RTV Kompakt ist da mit diesen Themen. Begeisterter Empfang, die Veilchen nach Aufstieg zurück in Aue. Sonniger Start, die Badesaison am Filzteich ist eröffnet. Und sportliche Herausforderung, das Vorschulsportfest neu aufgelegt. Bilder, die unter die Haut gehen. In Aue wurden die Veilchen nach ihrem Aufstieg in Bundesliga 2 nach dem Sieg in Köln frenetisch gefeiert und empfangen. Glück auf, hier ist RTV Kompakt am Montag. Gut, dass Sie da sind. Der Kumpelverein hat's geschafft. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga ist perfekt. Eine Situation, die sich die abertausenden Veilchen-Fans so lange gewünscht haben. Nun ist es soweit. Die Rufe nach nie wieder dritte Liga werden lauter. Die gab es zwar vor Jahren schon zweimal, aber immerhin. Eines haben sie den Erstligameistern vom FC Bayern München voraus. Die Begeisterung kennt keine Grenzen und der Empfang in Aue war umso herzlicher. Die Bayern dagegen feierten nahezu unter sich. So ist das eben, wenn Erfolg zur Routine wird und 250.000 Mitglieder nicht auf die Beine kommen. Das passiert den Aue-Fans nicht, denn noch ist ja Luft nach oben. Von der Ankunft des Mannschaftsbusses berichten Bernd Puttwill und Frank Miedling. Nicht am späten Samstagabend, erst am frühen Sonntagmorgen kamen die Spieler des FC Erzgebirge Aue nach ihrem so wichtigen 2:0-Erfolg in Köln wieder am Erzgebirgsstadion an. Allein für die letzte Etappe, sonst ein Katzensprung, brauchte der Mannschaftsbus rund 20 Minuten. Fans umjubeln das Fahrzeug, Blitzlichtgewitter von Handys und Kameras. Nur mit Mühe manövrierte der Busfahrer sein Gefährt durch die Massen. Ein Empfang, der wieder einmal Geschichte schreibt. Im Bus feiern Mannschaft und Funktionäre, davor liegen sich die Fans in den Armen und rufen nie wieder dritte Liga. An diesem Abend ist es egal, vor welchen Herausforderungen der Kumpelverein nun steht. Es zählt der Moment, Bilder, die unter die Haut gehen.
Weitere Nachrichten vom Montag. Nach der offiziellen Rücknahme des Welterbeantrages Montane Kulturlandschaft Erzgebirge Krosno Hory aus dem Bewerbungsverfahren Anfang April 2016 liegen den Antragstellern die internen Empfehlungen des Internationalen Denkmalrates ICOMOS vor. ICOMOS International bekräftigt darin die Region, ihre Bemühungen zur Erlangung des Welterbetitels fortzuführen und bietet seine Unterstützung im Rahmen eines Überarbeitungsprozesses an. Insgesamt muss der Welterbeantrag präzisiert werden. Die gemeinsame Bewerbung der sächsischen und tschechischen Seite wird von ICOMOS International begrüßt. Um als eine Kulturlandschaft wahrgenommen zu werden, sollten grenzübergreifende Nominierungen aus Sicht der Experten aber einen ähnlichen Ansatz in Bezug auf die Auswahl und Zusammensetzung der Bestandteile verfolgen. Aus Sicht von ICOMOS International sind bei der Auswahl einiger sächsischer Bestandteile die bergbaulichen Prozesse und die technologischen Abläufe vor allem vor dem Hintergrund des Kulturlandschaftsansatzes noch nicht hinreichend genug erkennbar. ICOMOS betont grundsätzlich das Potenzial der Montanregion Erzgebirge zur Stärkung des Themas Bergbau und Montanwesen auf der Welterbeliste. Das Gremium empfiehlt aber, den Fokus für die Begründung auf die spezifischen Besonderheiten der Region gegenüber anderen Bergbaustätten weltweit zu fokussieren. Nach dem Großbrand am frühen Morgen des Himmelfahrtstages mussten die Kameraden der Feuerwehr am Wochenende erneut zum Brandort auf die alte Buchholzer Straße ausrücken. Durch böigen Wind entzündete sich das Stroh erneut. Auf etwa 50 Quadratmetern brannten Strohreste und setzten den Brandort erneut unter dichten Qualm. Für die Rinder bestand keine Gefahr. Weil das Ablöschen mit Wasser nur wenig Erfolg zeigte, griffen die Einsatzkräfte schließlich zu Löschschaum, um die Flammen zu ersticken und einen Schaumteppich auszubreiten. Bereits einen Tag vorher musste die Feuerwehr anrücken, um Glutnester abzulöschen. 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schlettau sowie die Stadtteilwehr Buchholz waren im Einsatz. In Buchholz verbreitete sich nun Angst vor einem Feuerteufel. Immer wieder brannte es in den letzten Wochen. Scheunen, Gebäude, Baracken und Fahrzeuge wurden bisher ein Raub der Flammen. Bei dem Brand zur Himmelfahrt entstand ein Sachschaden von 1 Million Euro. 2 Rinder wurden damals verletzt. Das für Jansdorf geplante unterirdische Becken für den Hochwasserschutz wird nicht gebaut. Wie das sächsische Umweltministerium mitteilt, sei die Errichtung eines solchen Rückhaltebeckens weder wirtschaftlich vertretbar, noch würde ein derartiges Bauwerk die erwartete Schutzwirkung entfalten. Das Becken sollte nach Plänen der Experten eigentlich ein Jahrhunderthochwasser wie 2002 und 2010 an der Würschnitz verhindern helfen. Damals richteten Überflutungen entlang des Flusses in Neukirchen, Klaffenbach, Hattau und bis ins Chemnitzer Stadtzentrum hinein große Schäden an. Derzeit wird nur an einem Hochwasserrückhaltebecken in Neuwürschnitz gebaut, das allerdings nur von einem 25-jährlichen Hochwasser schützen soll. Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen am vergangenen Samstag wagten sich knapp 200 kleine und große Wasserratten in den ca. 15 Grad warmen Filzteich. Grund war das alljährliche Anbaden, mit dem traditionell die Badesaison an der ältesten Talsperre Sachsens eröffnet wurde. Über 2200 Besucher kamen an diesem Tag vorbei, um sich das Spektakel anzuschauen. Nach dem Startschuss um 14.30 Uhr stürzten sich zunächst die jüngsten Anbader in die Fluten, später folgten dann auch die Erwachsenen. Ihr Mut wurde nicht nur mit dem Energiespendeausweis belohnt, sondern auch mit vielen attraktiven Preisen, darunter der Hauptpreis von 1000 Kilowattstunden Silberstrom im Wert von etwa 250 Euro. Der ging an einen Anbader aus Schneeberg. Umrahmt wurde das Anbaden mit einem bunten Programm.
Mit dabei waren Live-Musik von Kevin Cash and the Kettlemans sowie die Tänzerinnen des Tanzprojektes Keen on Rhythm. Eine Hüpfburg sowie Kinderschminken mit Biene durften an diesem herrlichen Frühsommertag ebenfalls nicht fehlen. Das nächste Highlight findet in 5 Wochen statt. Dann wird die große Silberstrom-Geburtstagsparty Filzteichfest gefeiert. Und auch in diesem Jahr stehen die Kinder wieder im Vordergrund. So erhalten alle Kinder bis 16 Jahren unter Vorlage der gültigen Silberstrom-Card freien Eintritt während der gesamten Badesaison. Bei ihren Kontrollen am 4. und 5. Mai im Erzgebirgskreis beschlagnahmten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt in mehreren Fällen insgesamt rund 56 Gramm Marihuana und rund 23 Gramm Crystal. Die mutmaßlichen Täter kamen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am Donnerstag beschlagnahmte der Zoll gegen 13 Uhr in Erlabrunn 4,8 Gramm Crystal bei einer 37-jährigen Frau aus Dresden. Bereits am Mittwoch stellten die Bediensteten des Hauptzollamtes in Johanngeorgenstadt 50 Gramm Marihuana und 1 Gramm Crystal bei einem 52-jährigen Mann aus dem Erzgebirgskreis sicher. Das Marihuana war unter der Rücksitzbank des PKW und das Crystal in seiner Jacke versteckt. Ebenfalls am Mittwoch beschlagnahmte der Zoll in Johanngeorgenstadt 6,1 Gramm Marihuana bei einem 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Jerichower Land und bei einem 32-jährigen Mann aus Weimar 17 Gramm Crystal. Beide waren zu Fuß unterwegs. In allen Fällen besteht der Verdacht, dass das Crystal und das Marihuana aus der Tschechischen Republik stammen. Gegen die mutmaßlichen Täter und Täterinnen wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie müssen mit empfindlichen Strafen bis hin zu mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Dann eröffnen wir den heutigen Sportvormittag mit einem einfachen Sport. Ich habe nichts gehört, das geht noch lauter. Sport. Alle fünf Dinge sind 3. Sport. Das Vorschulsportfest des Kreissportbundes Erzgebirge e.V. ist gestartet. Nachdem im Januar 2016 erstmalig ein Winter-Kiddie-Cup erfolgreich in Marienberg durchgeführt wurde, stehen jetzt die Sommerwettbewerbe im Blickpunkt. Begonnen hatten bereits in der vergangenen Woche die Kids aus Schwarzenberg. Sie wetteiferten auf den Sportanlagen an der Ritter-Georg-Halle. In diesem Jahr feiert der Kiddie Cup in 5. Auflage ein kleines Jubiläum. So heißt es im Mai und Juni beim gemeinsamen Laufen, Springen und Werfen erneut auf die Plätze, fertig, los. Im letzten Jahr nahmen insgesamt 32 Kindertageseinrichtungen mit über 600 Mädchen und Jungen an den 6 Wettbewerben teil und stellten sich der sportlichen Herausforderung. Im Jahr 2016 werden 5 Wettbewerbe in Schwarzenberg, Annaberg-Buchholz, Thum, Stolberg und Olbernhau ausgetragen, bei denen sich jeweils die 3 Erstplatzierten für das große Erzgebirgsfinale am 14. Juni in Annaberg-Buchholz qualifizieren können. Das Finale findet als grenzübergreifendes Vorschulsportfest statt, zu dem tschechische Kinder aus Kovarska und Vyprty eingeladen sind. Am 10. September 2016 findet im Gelände des alten Schlachthofes das Jugendkulturfest der Stadt Stolberg statt. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche aus Stolberg und Umgebung. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendring Sachsen, der Stadtverwaltung Stolberg, dem Kreisjugendring Erzgebirge sowie Schulen, Kirchgemeinden, Jugendvereinen und interessierten Jugendlichen wird seit März 2016 die Erstauflage geplant und organisiert. Junge Menschen ab 12 Jahren können im Planungsprozess ihre kreativen und frischen Ideen in das Projekt einfließen lassen. Herausgekommen ist ein buntes Programm mit vielen interessanten und spannenden Angeboten im kreativen, musikalischen und sportlichen Bereich.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Bandcontest Soundcheck unter dem Motto Schlachthof Needs Frischfleisch. Hierfür werden regionale Bands gesucht, die ihr musikalisches Können live unter Beweis stellen und im besten Fall einen der beliebten Preise abstauben wollen. Bewerbungen mit Hörproben, Bandinfos und gegebenenfalls Referenzen können bis zum 27. Mai 2016 per E-Mail an info@schlachthof-stolberg.de gesendet werden. Derzeit sehen Sie in unserer Sendung ErzTV das Magazin einen ausführlichen Beitrag zur Ehrung der Sportler des Jahres 2015. Und auch wir greifen dieses Thema in unserer Wochenserie nochmal auf, denn der Sport im Erzgebirge hat ein unheimlich großes Potenzial. Eine, die für ihr Lebenswerk geehrt wurde, ist Regine Schreier. Sie hat sich der Sportakrobatik verschrieben und lebt ihre Trainertätigkeit. Wir würdigen sie mit einem kurzen Porträt. Den SAV Schwarzenberg kennt man in der Region. Die Sportakrobaten sind seit Jahren nicht nur bei den Sporttalentewahlen im Erzgebirgskreis recht erfolgreich. 60 Mädchen und junge Damen trainieren mehrmals die Woche, um im Leistungs- und Talentestützpunkt erfolgreiche Sportakrobatinnen zu werden. Trotz der vielen Angebote, die junge Menschen heutzutage haben, ist es doch beeindruckend, wie viele Sportlerinnen beim Training zu sehen sind. Kein einfacher Sport, ohne Fleiß kein Preis. Und davon haben die Schwarzenberger Sportakrobatinnen in der Vergangenheit schon recht viele erhalten. Allein mit Jux und Tollerei geht das nicht. Also wir sind eine leistungsbezogene Sportart und der größte Teil weiß, dass er mitziehen muss. Und da gibt es auch einen gewissen Druck. Sind die Auszeichnungen wie bei der Sporttalentewahl eigentlich dann der Lohn für diese Mühen um den Sport? Ich finde das wirklich schön, dass das dann gewürdigt wird durch die Plätze. Weil ich glaube nicht, dass das jemand so schafft, von früh bis abends 12 Stunden lang sich um die Sportart zu kümmern. Da muss man halt in Rente sein und für die Sache aufgehen. Regine Schreier ist eine, die für die Sportakrobatik in Schwarzenberg voll und ganz aufgeht. Also ich stelle alles Private, Familiäre und alles, was ich einbringen kann, stecke ich in unsere Sportart, die wunderschön ist. Nach wie vor hält Regine Schreier die Fäden in der Hand. Ans Aufhören denkt sie dabei noch lange nicht. Ja, es macht noch viel Spaß. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich mich eigentlich auf den Balkon setzen könnte. Aber ich habe mich entschlossen, noch ein bisschen die Sportart weiterzuführen. Und das ist auch gut so. Regine Schreier vom SAV Schwarzenberg zeigt, wie ehrenamtliches Engagement im Kinder- und Jugendsport geht. Mehr zur 20. Gala des Sports morgen und auch wie gesagt in ErzTV das Magazin zwischen 7 und 0 Uhr immer zur vollen ungeraten Stunde. Neben dem Sport lebt das Erzgebirge aber auch von seinen Traditionen. Kulturelles Erbe wird erhalten, das Erbe aus Musik und Literatur gehört dazu. Einer der bekanntesten Liedermacher ist wohl Anton Günther. Gerald Nützel fand seine Lieder nun in Geier wieder. Fest im Veranstaltungskalender der Stadt Geier verankert ist das Frühlingssingen im Lotterhof. Die musikalische Benefizveranstaltung wird alljährlich vom Förderverein Kulturmeile Geier organisiert. Die Gäste werden zum Zuhören und Mitsingen animiert, wenn Lieder von Anton Günther im Eingangsbereich des Lotterhofes erklingen. Musikalisch eröffneten die Jagdhornbläser Zwönitzer Falter diesen späten Freitagnachmittag. Oh, Erzgebirg, du mein Heimatland, wie
Auch der Silberlandchor unter der Leitung von Matthias Viertel und Dietmar Meyer fanden nach seiner Auflösung noch einmal zusammen, um den anwesenden Gästen das Erzgebirge musikalisch näher zu bringen, aber auch bekannte Volkslieder wieder vom Tola Hans Tonel gab der stimmengewaltige Männerchor zum Besten. Mit der Biografie von Anton Günther hat sich Christa Schwenke lange Zeit befasst. Sie kennt zahlreiche Geschichten aus dem Leben des Heimatdichters und gab diese an das Publikum weiter. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt dem 1566 erbauten Lotterhof zugute. Das Renaissancegebäude wird in diesem Jahr 450 Jahre alt. Dieses Jubiläum möchte der Förderverein Kulturmeile Geier im Juni diesen Jahres mit einer weiteren Veranstaltung krönen. Grüß dich Gott, du weite grüne Wald. In den Veranstaltungstipps schauen wir schon mal Richtung Pfingsten. Am 16. Mai, dem Pfingstmontag, findet zum 23. Mal der Deutsche Mühlentag statt. Aus diesem Anlass öffnen deutschlandweit die Mühlenbesitzer ihre Anlagen und führen sie Interessierten vor. In Schlettau gibt es eine reiche Mühlentradition. Die einzige derzeit noch genutzte Anlage ist die Wasserkraftanlage des Steinbruchs der Firma Max Bögel. Sie dient der Stromerzeugung. In einem kleinen geführten Stadtrundgang wird auf die sichtbaren Reste der Anlage, Wassergräben und Wehre im Stadtgebiet entlang der Tschopau und der Roten Pfütze aufmerksam gemacht. Start ist am 16. Mai um 10 Uhr am Schloss. Der Rundgang dauert ca. 2 Stunden und kostet pro Teilnehmer 2 Euro. Die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz kann sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Für ihre erfolgreiche Arbeit als Bildungs- und Kultureinrichtung sowie für ihr Engagement bei der Leseförderung wurde die städtische Einrichtung gemeinsam mit den Bibliotheken Stolberg und Tschopau von der Sächsischen Landesfachstelle Bibliotheken sowie von Vertretern der Schweiz als Gastgeber der 17. Schweizer Literaturtage in Sachsen ausgewählt. Zur öffentlichen Veranstaltung am Dienstag um 19.30 Uhr wird Oberbürgermeister Rolf Schmidt die Gäste aus der Eidgenossenschaft offiziell in der Stadtbibliothek begrüßen. Besonders freut man sich in der Stadt auf die Übergabe von über 200 Medien aus Schweizer Verlagen. Um 20 Uhr beginnt eine spannende Podiumsdiskussion mit dem Schweizer Autor und Illustrator Jürg Obrist und seiner Kollegin Sylvia Graupner aus Annaberg-Buchholz. Thematisiert wird dabei die Illustration von Kinderbüchern. Motorsport- und Oldtimer-Freunde streichen sich jedes Jahr den Pfingstsamstag dick im Kalender an. Dann lädt der traditionelle Pöhlbergpreis, hier Archivbilder, ins Herz des Silbernen Erzgebirges nach Annaberg-Buchholz ein. Auch in diesem Jahr erleben die Gäste am 14. Mai 2016 traumhafte Fahrzeuge. Motorengeknatter und ein tolles Flair. Erneut steht der Tag im Zeichen eines Motorsportereignisses, dessen Wurzeln weit in die Geschichte zurückreichen. Die attraktive Oldtimerfahrt der Gegenwart ist eine Reminiszenz an die sächsischen Bergmeisterschaften, die 1921, vor 95 Jahren, mit den Pöhlbergrennen begannen und bis 1928 durchgeführt wurden. Sie stellen damit die ältesten derartigen Bergrennen im Freistaat, wenn nicht sogar in Deutschland, dar. Und das war RTV Kompakt am Montag. Mehr Nachrichten und Informationen in Wort, Bild und Film finden Sie auf rtv.de oder in unserem hbb-TV-Angebot. Ab morgen ist Carsten Blechschmidt für Sie da, um 20 Uhr hier bei RTV. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf!